Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil, zum Teil 23 von Return to Moria. Wir haben ein wenig Material gefarmt, wir haben jetzt Harz, wir können jetzt mal gucken, was es noch zu bauen gibt, was wir bauen können. Das Eisenholz haben wir noch immer nicht. Wir könnten aber die gekachelte Feuerstelle bauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann würde ich mal vorschlagen, wir rücken hier mal auf. Mal gucken. Kann man ja nicht mehr vorhergehen. Dann nutzen wir doch jetzt mal diese Stelle. Die gekachelte Feuerstelle. Okay, also das ist immer noch das Gleiche. Ich sehe jetzt nicht groß. Ja, die Handschuhe. Keine Ahnung, wo wir diese Barren herkriegen. Leder wird vielleicht die, na, dieses Näh-Ding sein. Also irgendwie ist doch hier, irgendwas stimmt hier doch nicht. Wofür habe ich denn jetzt dieses Teil gebaut? Ist wahrscheinlich nur der Radius größer, ne? 2, 4, 6, 8. 10. Ich habe doch jetzt nicht mehr Rezepte gekriegt. 8, 10, nö. Also, keine Ahnung. Das hat mich also schon mal nicht weitergebracht. Dafür haben wir einiges an Harz verbraucht, aber das ist egal. Das war schon richtig teuer mit dem Harz. Ja. Große Baufläche. Spendet Wärme, wieder eine kleine Baufläche. Okay. Jo, werden wir sehen. Oh. Das ist aber super. Es ist ein Schild, eine Waffe oder einen Rucksack an die Wand zu hängen. Rüstungssatz? Ja. Bis zu 4 Waffen. Das werden wir erstmal bauen hier, dass dieses Chaos hier aufhört. Das werden wir bauen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Dann haben wir das. Hier ist meine Resterampe. Dann nehmen wir das doch mal. Nee, meine Spitzhacke nicht. Sechs. Stahlgroßaxt. Ja, super. Das ist ja. Ja, das gefällt mir. Das finde ich gut. Dann konnten wir Waffe, Schild. Ja, das hier machen wir jetzt anders dann. Ganz klar. Da. Aha. Gut, also das deckt das ab. Machen wir da mal so ein Ding dran. Und wenn ich jetzt Wandhalterung. Das ist doch wohl phänomenal. Zippo, wo. Gleiche Höhe.
Ja, die Meisterwerke. Und natürlich das Fassbier, das hängen wir hier auch dran. Mal gucken. Geht das? Wahrscheinlich geht das jetzt wieder nicht, ne? Das geht bestimmt nicht. Das würde mich ja wundern, aber. Ach so, oh nein. Hier mein Bier. Komm, trinken wir das. Has a ruby wine and Yario Copper Mead, a bronze and stout for Frar with trout, fresh caught der from Lost, the komm, stream. Zieh weg. Gloin has pied and opal cider lovely to jau, behold. Jau, jau. Best of all throughout the hall was hail of shining gold. Gut. Und geäxt. Immer noch wie ein Großer. Das geht nicht, okay. Also das Fassbier muss ich hier immer noch hinschmeißen. Dann tun wir das auch hier. Pop. Ob ich die Fackel da dran hängen kann? Nein, das geht auch nicht. Okay. Ah. Das ist in Ordnung. Das finde ich schon mal richtig gut. Dann so ein Rüstungsständer. Das muss ja wohl auch sein. Den können wir jetzt ja eigentlich da drunter stellen, ne? So. Eisenberge. Eisenberge. Ja. Rauchhelm. Pierscherhut oder den hier. Ja, wir mal kurz öffnen. Lampenhelm, Handschuhe und ja, der Helm liegt unten. Naja, das ist in Ordnung. Das ist doch schon mal grandios. So. Was konnten wir noch machen? Wir können ein Bett bauen. Schlaf hier, um Energie wiederherzustellen und dich ausgeruht zu fühlen. Also. Das wird es auch geben. Jetzt haben wir die Sachen gebaut. Den Pflanzkasten können wir jetzt wahrscheinlich bauen. Den Webstuhl auf jeden Fall. Leder, Haut. Ja, das ist doch schon alles, was wir brauchen eigentlich. Haut aus Fetzen. Ja, okay, davon haben wir reichlich. Salz. Stoffreste. Ja gut, das ist kein Problem. Da können wir mal ein paar von machen. Dann haben wir das. Jetzt fehlt uns Leder. Es ist. Es ist immer was Neues. Es ist immer was Neues. So, was gibt es jetzt hier? Ich sehe nichts. Achso, das ist das, was wir gefunden haben. Das Harz haben wir. Jawohl. Jetzt gucken wir die Rezepte doch nochmal durch. Also Feldhandwerk ist ganz klar. Hier geht es noch nicht weiter. Das haben wir. Uns fehlt immer noch der Rubin, Leder, dafür brauchen wir jetzt ja das Salz. Rubin werden wir da unten irgendwie finden. Irgendwie müssen wir uns mit diesen Orks nochmal anlegen oder in diese, vielleicht in diese kleine Spalte noch weiter nach unten. Das sind die Erebor-Sachen.
Ja, gut, da kommen wir schon mal nicht weiter. Die Handschuhe. Die Barren fehlen uns. Keine Ahnung, was das für Barren sind. Und ja, Leder. Es gibt so nichts weiter. Es geht noch nicht weiter. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre noch mal ein Braukessel mit dem anderen Zeug hier. Machen wir einen zweiten Braukessel. Ah, wir haben das Harz dafür. Also Bronzebarren. Bronzebarren. Dann, das ist unser Abendbier-Braukessel. Und dann könnten wir doch eigentlich, wir können doch, den können wir doch irgendwie wahrscheinlich auch wieder, ja. Nehmen wir unsere Münzen wieder mit. Und dann, was brauchen das? 8 Kupferbarren. Ja, dann vielleicht machen wir uns hier noch mal einen zweiten hin. Und dann haben wir einen. Den befüllen wir mit diesem anderen Trank hier. Mal gucken, was der so kann. Dann würde ich sagen, wir packen den auch mal ein. Und können dann jetzt ja vielleicht das große Ding bauen. Und dann können wir den doch hier auch alles hier einsammeln. Weil wir ja mit dem Ding richtig viel Reichweite haben, ne? So. Gewaltiger Schatz. Fehlt uns noch was? Fehlen uns noch ein paar? Okay. Dann die Bronzebarren, sobald wir die haben, können wir das bauen. Das andere ist in Gang. Ach so, wie ich wollte noch ganz gerne draußen den eine Kiste bauen zum Pflanzen. Wo ist es denn? Das war doch hier auch irgendwo. Da, den Pflanzkasten. Ja, haben wir. Sind wir in der Reichweite? Und dann bauen wir mal. Ja, ist das nicht super? Zwei Pflanzkästen hier hin. Haben wir mal ein Gebiet, ne? Und dann können wir einpflanzen den Hafer. Das brauchen wir nämlich immer irgendwie. Ach du je. Mal einen Braten. Den Hafer. Achso, ich wollte, muss ein paar Münzen loswerden. So viel Geld, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Hafer, was pflanzen wir noch ein? Was könnten wir. Ah ja. Ich glaube, das wird nichts. Sonnenzwiebeln, die machen wir auch noch. Dann werden wir doch jetzt mal Hafer und Zwiebeln einpflanzen. Zwiebeln. Hafer.
Super, läuft. Ist eingepflanzt. Dann gibt es hier was zu essen. So, kurz überlegen, was müssen wir machen? Was liegt jetzt an? Das läuft alles soweit. Die Bronzebahn. So, damit müssten wir jetzt eigentlich dieses andere Ding bauen können. Ja. Eine kleine, nette Distille. Nee, nicht Waffenständer. Achso, das ist jetzt nur... Kann ich jetzt mit meinem... Oder hätte das an den Brauapparat rangemusst? Verbessert einen nahen Brautank. Oh Mann. Einmal mit Profis, ne? Dann nehmen wir das wieder mit. Und gucken mal, wo wir das hinstellen. Dann stellen wir hier auch nochmal so ein Ding hin. Wo ich noch einen Brautank. Kupfer und ja, jetzt fehlt uns das Elbenholz. Jo. Elbenholz. Also brauchen wir mal wieder Elbenholz. Das müssen wir farmen. Irgendwie sind wir mit unseren Truhen ziemlich am Ende. Zip. Dat. Wenn ich da jetzt den Speer dranhänge, wie sieht denn das aus? Boah, das ist in Ordnung. Wir brauchen Elbenholz, ne? Es nützt mal wieder nichts. Das wollte ich ganz gerne haben und dann könnten wir Kupfer bauen. Also, wir werden jetzt gleich mal farmen gehen. Kupfer und Kohle auch bestimmt. Sonst gibt das gleich ein zähes Ende und dann ist alle. Ja. Jupp. Kann ich die denn jetzt hier vielleicht abbauen? Kann ich nicht wirklich benutzen. Ich kann die nicht. Ah, Alter. Naja, egal. Da können wir auch Gold reinstecken. Irgendwie wird das ein bisschen über viel. Aber sobald wir den Riesenschatz haben, können wir das ja alles runterbringen. Zack, zack, zack. Gut, wenn wir jetzt das andere abbauen, dann machen wir das anders. Die nehmen wir nicht, wir nehmen die und wir nehmen
den beleuchteten Helm. Dann gehen wir einmal in die ins Elbenviertel. Mal gucken, ob wir mit dieser Spitzhacke auch super die Bäume abhauen oder ob wir dafür vielleicht auch noch mal aus dem anderen, aus dem ersten Lager unsere kleine Handaxt holen. Dann könnten wir nämlich auch mit unserer Spitzhacke die Kohle abbauen, die da irgendwie unterwegs ist. Das machen wir einfach jetzt mal so. Und farmen das ab. Kohle. So. Kohle, Eisen meinetwegen. Ja. Kupfer ist dann natürlich in der Mine darunter. Also in den Minen dann runter. Nicht hier zum Anfang. Brauchen wir noch Eisenerz? Ach. Wir nehmen einfach jetzt ein bisschen was mit. Das dürfte jetzt da wohl. Ja, das ist ja phänomenal. Wahnsinn. Das ist in Ordnung, das reicht. Dann hätte ich gerne die Federn. Vielen Dank. Quiet. I see prey ahead. Dann nehmen wir uns den Segen mit, wenn es eben geht. Mal gucken. Schupp und Hackengas. Läuft. Achso, ich habe nichts zu essen. Haben wir kein Fleisch, kein nichts. Dann machen wir das doch mal so, dass wir uns gerade mal drei Fleisch besorgen. Sip, sip, sip. Es ist ein Reflex, ne? Man läuft da dran vorbei und klickt einfach auf Farm. Es geht nicht anders. Eingesammelt. Es leuchtet was, muss man hin. Ne? Hängt. Was ist denn mit diesen... Irgendwo haben wir, glaube ich, einen Schrein übersehen, oder?
Das kann doch nicht, dass man überall diese Dinger nochmal findet. So. Ich wollte was zu essen machen. Dann schmeißen wir hier mal ein paar Sachen rein. Bisschen Platz schaffen erstmal. Das können wir uns dann nachher wieder abholen. Diese Kerze vor der Nase. So. So, da sind wir wieder mal zurück in unseren alten Minen. Das ist schon lange her, ne? Habe ich denn da oben das nicht schon mal rausgeholt? Irgendwie liegt mir das so an. Oder da. Der Helm macht auch ganz schön Licht. Jo, ich verkugel da mein Harz. So, können wir hier irgendwo was abbauen? Nö, nö. Kohle hätten wir gerne. Und meinetwegen ein paar andere Nettigkeiten. Eisenerz nicht unbedingt. Ja. Dann mal her mit der Kohle. Das ist Wahnsinn, wie das hier abgeht. Gut, dass ich das früher nicht alles mit der Kleinen gemacht habe. Upsi, würde meine Tochter sagen. Schlicht sich hier durch, das ist cool. Das war's mit dem Inventar. Also Kohle haben wir. Könnte das Inventar noch größer werden, ne? Sub.
Ja. Und eigentlich brauchen wir noch mal dringend Holz, ne? Das Elbenholz fehlt uns noch. Aber wenn wir dann noch mal Kohle brauchen, wissen wir, wir haben hier oben was in der Truhe. Machen wir zweimal Pilze. Schmeißen den ganzen Kram hier rein. Au, au, au. Truhe voll. Da habe ich noch eine. So. Das können wir hier parken. Dann schlafen. Essen. Jo. Na. Und dann holen wir uns das Elbenholz noch. Was noch zu kriegen ist hier. Das ließ sich ja hier nicht abbauen. Wenn ich mich recht erinnere. Doch, der ja. Dann nehmen wir den mit. Ganz weit leuchtet irgendwie unsere Lampe nicht, ne? Ja, das nehmen wir alles mit. Nee, Kohl will ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Da geht's nicht weiter. Dann. Was ist denn hier mit Bäumen? Haben wir nicht. Keine Bäume. Da oben kommen wir nicht hoch. Sag mal, haben wir schon ziemlich weit abgegrast? Wir sind zwar immer nur so ein paar Schritte gelaufen. Ich hätte gehofft, hier ist noch ein bisschen mehr. Das ist aber blöd. Da hinten bei den Bären ist noch was. Dann nehmen wir das hier mit. Diese Lichtung auch leer. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich das jetzt mit dem Schwert oder mit der Axt mache? Tja, 65. War mehr wie 65.
Das müsste man sich eigentlich auch zum Kämpfen noch ein bisschen mehr angewöhnen, ne? Der Schaden ist ja gut. Ich weiß auch gar nicht, dieses große Schwert, wovon wir... So, ab und an liegt er ja ein bisschen, ne? Das Schwert, was wir da haben wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir das als Zweihandwaffe oder als Einhandwaffe haben. Ah, dieser Bär, ne? 27, das ist nichts mit dem Holz. Ich habe keine Lust zu den Bären. Ich denke, wir haben so viel Holz, dass wir das gerade alles herstellen können. Das soll uns reichen. Jetzt müssen wir dann mal wieder nach unten. Also das ist jetzt die zweite Folge mit Farmen gewesen. Es ging nicht anders. Und ab jetzt können wir endlich wieder ein bisschen auf Erkundungsreise gehen. Jo. Mal sehen, was sich so ergibt da unten. Den Rubin. Salz. Ein paar Sachen brauchen wir noch, dass es vorangeht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir wieder mitnehmen. Was wir direkt haben wollen. Weiß ich nicht. Eisenerz auf jeden Fall. Ein bisschen Kohle nehmen wir mit. Normales Holz, Äpfel. Brauchen wir alles nicht. Von dem anderen haben wir auch genug. Unser Granit nehmen wir mit. Was haben wir in die andere Truhe getan? Steine. Steine nehmen wir auch mit. So, zack. Jetzt geht's nach unten. Kartenstein. Minen von Moria. Jo. So, da sind wir. Wir können erstmal unsere Spitzhacke dahin tun. Dann nehmen wir mal unsere Fackel wieder mit. Kann ich die Fackel da eigentlich reintun? Ne, auch nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So. Dann kann hier die leuchtende Kopfbedeckung wieder hin. Ob ich dir ein paar Stiefel verpasse? Ich weiß nicht. Gibt es ja dazu eigentlich nicht, ne? So. Ich denke, wir haben es soweit für diese Folge. Ich räume noch ein bisschen auf. Und dann geht es in der nächsten Folge endlich mal wieder nach unten. Also, bis dahin, macht's gut. Tschö.